So einer hat uns gerade noch gefehlt. Der sieht aus, als hätte er bisher nur Händchen gehalten. War keine Mistgabe. Der ist so cool. Bei dem wohnen schon Pinguine im Arm. Hey, Emmy. Hey, wenn das doch nicht so dein Ding sein sollte, ruf mich einfach an, okay? Hi, Leon. Schön, dass du da bist. Wir haben dich schon erwartet. Hi. Ja, danke. Alles klar, ich melde mich. Dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß hier. Danke. Ja, ich bin Charlie und das sind meine Schwestern Lou und Emmy. Lou wird dir dein Zimmer zeigen. Hallo, Erdan Lou. Schon gut, Charlie, beruhig dich. Zeit! Gut gemacht! Wenn er so läuft, ist er unschlagbar. Dann scheint er seinen kleinen Ausflug ganz gut überstanden zu haben. Ich glaube nicht, dass sein Verhalten mit dem Moor zusammenhängt. Sie tun den Mädels vom Immenhof Unrecht. Überlass das mir. Es muss ja einen Grund geben, warum er nicht mehr in seine Startbox geht und den Anhänger. Ja, das ist richtig, aber die Jansens dafür verantwortlich zu machen, das halte ich für falsch. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an meinen Vater denke. Er war nicht nur der fairste Teamkollege, den ich jemals hatte, sondern auch mein bester Freund. Ich werde niemals vergessen, wie er damals vom Schmerz fast ohnmächtig geworden ist. Er konnte sich kaum im Sattel halten, wir alle dachten, er gibt auf. Oder das Olympiakomitee bricht den Ritt ab. Doch stattdessen haben die beiden Sportgeschichte geschrieben. Ja, sie ist etwas ganz Besonderes. Ja. Sie und dein Vater waren eins. Seine Bindung habe ich niemals wieder erlebt. Empfohlen von ihr würde ich alles geben. Wir auch. Hallo Lou! Ich hoffe, wir kommen nicht ungelegen. Und wenn schon. Herr Manningrode ist stinksauer. Ist ja ganz was Neues. Es wird ein böses Nachspiel geben. Er musste das Rennen absagen, weil Cagliostro sich weigert, in den Anhänger zu gehen. Ja, wir sind hier, um herauszufinden, woran das liegen könnte. Möglicherweise hängt das mit dem Moor zusammen. Wie gesagt, ich habe ihn dann nur zufällig entdeckt. Wie lange er schon drin steckte, weiß ich nicht. Aber ich vermute eine ganze Weile, weil er müde und erschöpft war. Und dann haben wir ihn rausgezogen. Kann ich ihn mir ansehen? Auf gar keinen Fall. Herr Manningrode möchte nicht, dass sie noch einmal in die Nähe seines Pferdes kommt. Gut. Dann ist das Gespräch hiermit beendet. Charlie, kann ich dich mal kurz sprechen? Unter vier Augen, bitte. Meine Schwester kann bleiben. Ich habe wirklich versucht, ihm die Kündigung des Vertrags auszureden, aber... Was will er mit dem Hof? Ich verstehe es nicht. Keiner von uns. Es geht nicht nur um den Hof. Es geht auch um die Stute. Holly? Ich hab's gewusst. Sein neuer Champion macht Probleme und jetzt braucht er unsere Holly, um sein lediertes Image wieder aufzupolieren? Ich bin hier, um euch ein Angebot zu machen. Sag Manningrode, Holly ist unverkäuflich. Charlie, komm zur Vernunft. Ihr habt keine Chance. Manningrode bekommt immer, was er sich in den Kopf setzt. Und er wird alles in Bewegung setzen, um sie zu bekommen. Dann werden wir alles dafür tun, um das zu verhindern. Pferde haben ihre eigene Sprache. Es dauert ein wenig, bis man sie versteht. Aber dann werden sie zu deinem besten Freund. Das ist also der berühmte Immenhof. Ich bin Charlie und das sind meine Schwestern Lou und Emmy. Erdan Lou. Schon gut, Charlie. Beruhig dich. Alle sagen, du hast die Fähigkeit deines Vaters geerbt. Mein Vater hatte schon immer ein Talent dazu, Pferde zu verstehen und mit ihnen umzugehen. Ich vermisse ihn. Du könntest dich ruhig mal ein bisschen mehr ins Familienleben einbringen. Nicht immer nur verkriechen. Tue ich doch gar nicht. Doch, Lou. Du bist voller Problemiker. Es ist soweit. In 6 Tagen müssen wir den Hof räumen.
Was? Ich bin hier, um mein Pferd abzuholen. Nein, nicht Holly, nicht sie. Nu, wir finden eine Lösung, nu. Ich hol mich wieder zurück. Das muss man auch so selber nicht glauben. Bildest du dir wirklich ein, das zu schaffen, woran alle Profis bisher gescheitert sind? Ja. Gemeinsam schaffen wir das. Geben Sie uns noch eine Chance. Du hast deine Chance gehabt.